was natürlich absolut nicht hilfreich war, war diese eine Äußerung auf Facebook von dem angeblichen Ersthelfer, der da. Also wenn man jetzt sagt, wahrscheinlich ein Terror, was sind denn die? Auch das würde viel zu tief reingehen. Nee, aber jetzt gar nicht so die mit dem Essen gefahren haben, also die Gaffel oder vom Beutel gelaufen, aber gibt es da irgendwie Merkmale? Als Person privat oder nicht? Hast du ein Mikro schon? Mhm. Hier war vorhin ziemlich oh, aufgelaufen. Hell, genau. Ja, 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 klar. Bike ready. Nur zwei von uns, also unser ja, wir sind gegen 19.40 Uhr heute Abend hier auf die Freiengründer Straße zwischen Siegen und Neunkirchen alarmiert worden. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass 5 Menschen in einem Bus mit einem Messer angegriffen wurden. 3 Personen sind lebensgefährlich verletzt worden, 1 Person schwer und 1 Person leicht verletzt. Ja, wir haben vor Ort eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Tatverdächtige hat deutsche Staatsangehörigkeit und die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Tat oder auch Motivlage laufen. Ja, die Verletzten sind, wie gesagt, 3 Personen sind lebensgefährlich verletzt, 1 schwer, 1 leicht. Mehr Informationen zum Gesundheitszustand habe ich derzeit nicht. Das wäre selten an Ordnung.